Und weiter geht's mit Command & Conquer Alarmstufe oder 1 Gegenangriff. Und ich würde sagen, wir kriechen mal rüber zur nächsten Mission. Und zwar Stravol, beziehungsweise Stavros. Warum ich auch immer ich das eher weiter vorne denke. Ich nehme mal an, dass das chronologisch, was jetzt Gegenangriff angeht, weil es Griechenland 1 ist, hier so weitergeht. Wenn nicht, ist es, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir machen den ganzen Griechenblock auf einen Schlag. Und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal Stavros an. Das Kampfgeschehen verlagert sich immer schneller Richtung Athen. Stavros besteht darauf, sich den Schaden in seiner Heimatstadt in Griechenland höchstpersönlich ansehen zu dürfen. Sie müssen Stavros durch die Stadt und zu einem nahegelegenen verbündeten Vorposten eskortieren. Sobald sie den Vorposten erreicht haben, evakuieren sie Stavros und bringen sie in Sicherheit. Sollte es zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, was höchstwahrscheinlich passieren wird, hat die Sicherheit von Stavros oberste Priorität. Er muss unbedingt am Leben bleiben. Okay, alles klar. Zu einem Vorposten evakuieren, um ihn quasi ausfliegen zu lassen wahrscheinlich. Alles klar. Was soll schon schief gehen? Oh, das haben wir gelesen soweit. Jep. Passt. Hi. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah. Da ist er, Stavros. Mit Tanja zusammen. So, wir haben Tanja. Natürlich. Commander. Commander. Ja, Sir. Blechbubi, tanz mal. Das mache ich einfach mal kaputt. Einfach weil, wenn man Ölfässer sieht und sie nicht kaputt macht, dann hat man eine Gaming-Grundregel nicht verstanden. So, da drüben ist ein bisschen Party. Mal nicht zu nah ran in die Flammentypen, Tanja. Und ich glaube, kann sein, dass die Mission gar nicht so groß ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Alles klar, hätten wir doch geschafft. War doch kinderleicht, nicht wahr? Ich speichere mal. Nur für den Fall. Wer weiß ja, was so Dinge passieren könnten. Sind die unvorhergesehenen Komplikationen... Eigentlich, was mich gerade so wundert, mal so ganz spontan. Wir sollen ihn aus diesem Gebiet evakuieren. Warum wurde der überhaupt jetzt mit dem Flugzeug abgeworfen? Wir sind ja nicht einfach am Kartenrand angekommen oder sowas. Ja, bin schon da. Was ist? Blech, Bubi, tanz mal. Der Typ ist mit dem Flugzeug mit dem Fallschirm abgesprungen. Ja, ja gut, okay, ja, warte mal. Ja gut, ja, okay, alles klar, ja. Ganz verdrängt den Fakt. Ja, er besteht ja drauf, sich den Schaden höchstpersönlich ansehen zu dürfen. Von daher, ja, er muss sich hier alles genau angucken. Er macht jetzt den Inspektor und sobald er findet, dass alles ordentlich zerstört ist, dann geht er wieder. Hi, ihr wollt ein bisschen Stress, ja? Nein, Tanja, nicht herumrobben. So, okay. Puh, das war ein bisschen eng. Das war leicht gemein. Naja, solange nicht sowas wie ein Mammutpanzer kommt, ist ja alles in Ordnung. Oder ein V2. Oder komm, was kann ich noch für Schönes verschreien? Eine Atomrakete zum Beispiel. Ja, komm, Blechbubi, tanz mal. Commander, bin schon da. Ja? Ja, Sir. Komm, Blechbubi, tanz mal. Bin schon da. Och nö! Das war ein Scherz! Ey, ohne Scheiß, das wusste ich nicht! Och nö! Ja, reicht dir das in Begutachtung oder willst du noch ein paar Beweise sammeln? Alter, ich hab ernsthaft ohne Scheiß nur gelabert! Wer bist denn du überhaupt? Erik? Ich hab ohne Scheiß nur gelabert! Jetzt kommt wirklich ein Mammutpanzer, ich komm nicht drauf klar! Okay. Ich glaube, ich sag jetzt wirklich einfach nichts mehr. Aber ich glaube hier die V2 und die Atomrakete kann ich nicht mehr zurücknehmen. Natürlich. Bitte nicht. Natürlich. Ja, natürlich. Okay.
Aber gut, dass mir Eric den Weg gezeigt hat. Ja, bin schon da. Bin schon da. Okay, alle rennen in eine Richtung. Wie sah das eigentlich ursprünglich aus? So. Ach, und da ist die Basis zum Evakuieren. Boah, wie das damals hat. Oh, ich weiß nicht, die alte Grafik hat schon ihren Stil auf jeden Fall. Bin schon da. Ja, soviel zur Evakuierung. Okay, helfen wir dem Stützpunkt mal. Okay, Verstärkungen. Noch ein. Ja. Ja, bin schon da. Och, okay, V2 hätten wir schon mal jetzt. V2 hätten wir schon mal abgehackt. Jetzt kommt bloß noch die Nuke. Nee. Ohne Scheiße, ich möchte nicht hier der Löser von. Okay, das ist einer der Augenblicke, wo ich es ein bisschen bereue, keine Facecam zu haben. Ich stand hier wirklich nur mit offenem Mund da. Oder saß hier mit offenem Mund da. Das ist doch nicht euer... Ohne Scheiß, wirklich, ich lüge euch nicht an. Ohne Scheiß, ich kenne diese Mission nicht. Also ich glaube, ich habe die Gegenangriff Vergeltungsschlag. Einige Missionen kenne ich, diese Mission kenne ich nicht. Ich bin hier komplett blind rein. Ich habe nur rumgeblödelt. Das war nur mein blödes... Es kam ja wirklich... Die Atomrakete kommt zu... Oh, nee. Okay, es waren keine Atomraketen. Okay, es waren Atombomben. Macht's das besser? Alter, was? Warum? Ja, ich gehe ja schon. Der zweite kam da drüben, ne? Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Natürlich, bin schon da. Ja. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, bin schon da. Das allergrößte Problem ist, was mich jetzt am meisten fertig macht, ist, dass mir wahrscheinlich niemand glaubt, dass ich das nicht wüsste. Aber das macht mich gerade echt fertig. Alter, hier läuft echt alles schief. Der nächste Evakuierungsversuch, der fehlschlägt, ne? Ah, ich habe die Panzer bekommen zumindest. Was ist? Ja. Okay, oh, die müssen uns aber echt interessant gestaltet, muss man wirklich sagen, ey, wie du jetzt alles so ganz knapp bekommst und die ganze Welt kommt nicht rum. Also das ist Call of Duty gerade in Echtzeitstrategieform. Einsatz gespeichert. Alles explodiert um dich rum. Ja, bin schon da. Oh Gott, ich werde die ganze verfolgt. Das ist ja übel. Bitte einmal ablenken. Bin ich hier unten. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, bin schon da. Also das ist jetzt wirklich schnell eskaliert, die Mission. Ja, Sir, in Ordnung. Was ist? Komm, Blechbubi. In Ordnung. Ja, bin schon da. Ich will hier raus. Erwarte Ihre Ordnung. Was ist? Bin schon da. So, bist du zufrieden, Stavros, mit was auch immer du gesehen hast? Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Alter, was? Bin schon da. Natürlich. Okay. Ja, wer ist denn Nachschlagwürfchen? Bestätigt. In Ordnung. Ja, gut gemeint. Erwarte Ihre Befehle. Ja. Vielleicht haben wir eine Chance. Erwarte Ihre Befehle. Nein, nicht den Schnellfeuermodus. Ja, Sir, bestätigt. Okay, das hat geklappt. Ich möchte weiter. Oh. Ist das eine Heilung, bitte? Ja, eine Heilung. Okay, das ist gut. Wisst ihr, als ich hier die ganzen Übertreibungen gesagt habe, habe ich mal kurzzeitig nachgedacht, ob ich noch sowas sage wie Kampfhubschrauber oder sowas. Die kam nicht. Hätte ich bloß Kampfhubschrauber gesagt. Mixing gekommen. Einsatz gespeichert. Erwarte Ihre Befehle. Komplett. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Was ist? Bin schon da. Ja, Sir. Was ist? Karte dran zu kaufen. Einmal wegmachen, bitte. Ihr seid mal die 3. Ja. Wohin muss ich denn? Bestehe wohl. Ja, bin schon da. Ja, Sir. Bestätigt. Was ist? Erwarte Ihre Befehle. Oh. Ja. Ja, bin schon da. Bleib, machst du mal. Bin schon da. Ich weiß nicht, welche... Oh Gott. In Ordnung.
Moment mal, krieg ich die Brücke zerstört? Ja, okay. Okay, hier lenkt man noch bitte noch ein bisschen ab. Warum sind hier schon wieder die Fässer? Alter, die müssen uns ja übel. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringen würde. Aber es wird schon nicht schlimm sein, dass er entkommt, oder? Und er hätte es mir Geld gebracht. Was ist? Bin schon da. Komm, Blechbubi, tanz mal. Verstärkungen sind eingetreten. Ich jetzt Ingenieure oder was? Oh mein Gott, nein! Komm, Blechbubi, tanz mal. Einheit verloren. Okay. Okay. Ah, ich hätte mich hinter mir die Brücke. Nee, es gibt doch gar keine Brücke. Was laber ich hier? In Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Ja, ja, einmal durch. Ja, Sir. Ihr zieht mal Feuer auf euch, bitte. Ich hoffe, dass das so weit hinhaut. Tanja, du musst irgendwie. Oh Gott, wieder Raketen dodgen. Nein! Ah, Gott, verdammt. Also die Mission ist ja heftig. Okay, wie komme ich da hoch? Einsatz geladen. Ja? Ja. Der Spielstand ist immer noch okay. Dieses verfolgt werden ist echt uncool. Mit dem will ich mich gar nicht erst anlegen. Ich glaube, ich muss schauen, dass ich vielleicht irgendwie. Erwarte Ihre Befehle. Ja, tachte dran zu kauen. Ja, bin schon da. Ja, Sir. Bestätigt. Irgendwie diese Brücke hier zerstöre, wenn der. Natürlich. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Okay, Brücke. Bestätigt. Wahrscheinlich zu früh, ja. Das hat einer der Panzer belebt, leider. Macht bitte die V2 weg. Was hat's mit der. Krieg ich ja noch meine Heilungskiste, aber wenn ja, wie viel bringt die mir? Ich könnte sie ja mal kurz austesten. Oder ich krieg damit Verfolger effektiv zerstört. Hm. Schauen wir mal. Einsatz gespeichert. Das hat nur bedingt geholfen. Und? Ja, Tatsache, Heilkiste. Dann schinde ich noch mal ein bisschen Zeit und ihr geht weiter vor. Weil das größte Problem ist wirklich der. Die Verfolger, die ich am Arsch habe. Einsatz gespeichert. Weil ich glaube, effektiv die Gegner jetzt mit Kisten zu zerstören wird schwieriger. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, ja, kommt mir schön hier hinterher und oh. Ja, Sir. Ernsthaft, das ist da. Jetzt kommt der. Oh nein, das ist der. Oh nein. Okay, ich muss wirklich beide Panzer zerstören. Ich muss das Timing gut hinbekommen. Sonst kriege ich da die nicht los. Einsatz geladen. Ja, komm, Blechbubi, tanz mal. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, komm, Blechbubi, tanz mal. Erwarte Ihre Befehle. Ja, dachte dran zu kauen wie. Bin schon da. Ist denn Nachschlagwippchen? Komm, Blechbubi, tanz mal. Komm, Blechbubi, Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Melde mich, jawohl, befohlen. Sehr gern. Ja, bin schon da. Ist kaputt. Denn Nachschlagwippchen? Bin schon da. Okay, hat geklappt. Melde mich, wie befohlen. Bin schon da, hahaha. Ha, ha. Ja. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer ich habe. Einsatz. Ich melde mich, wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, in Ordnung. Ach, der Typ hat auch einen relativ guten Angriff. In Ordnung. Ja, Sir. Nicht schlecht. Ja, bin schon da. Bin schon da. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Ja, bin schon da. Natürlich. Ja, bin schon da. Einheit. Melde mich, wie befohlen. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir, Blech, bin schon da. Okay. Uff. Kurz aber knackig die Mission. Na gut, ne? Kurz je nachdem, wie schnell man. In Ordnung. Bestätigt. Was ist? Bin schon da. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Hier durchkommt, ohne sehr oft neu zu laden. Kann auch sein, dass es noch länger dauert, aber. Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Kann der. Macht der auch. Wenn der gut Schaden macht, dann ist es natürlich doof, dass ich ihn nicht gescheit eingesetzt habe. Ja. Wenn ich hier kaputt mache, ja. Dann ist hier. Nein. Ja, tanz mal. Was ist? Macht der Schaden am Panzer? Wer ist denn Nachschlagwippchen? Bin schon da. Ja, Sir.
Okay, er macht auf irgendeine Weise Schaden. Okay, er macht Schaden, aber nicht viel. Er macht Schaden, in Anführungszeichen. Haben die den nachgebaut? Ich habe genug Zeit geschindet. Ich möchte jetzt bitte gehen. Und diesmal nichts mehr, was mich hier zerstört auf dem Weg. Alles klar. Alter Vater, die Mission ist heftig. Aber sie ist macht echt... Wie gesagt, das ist echt Call of Duty in Command & Conquer Form. Das ist ja Wahnsinn. Durchgeskriptet von vorne bis hinten. Genau, deswegen sollte ich mal aufpassen, nicht, dass da oben noch was kommt. Bestätigt. In Ordnung. Ja? Natürlich. Tanja ist, glaube ich, optional, ne? Mal hinein mit dir. So. Jetzt erzähl bitte der Welt, was du gesehen hast. Erzähl ihnen von unserem Opfer, weil wir bleiben hier zurück. Alter Falter, also die Mission war irgendwie cool. Du alter Hurensohn. Hast du eine Ahnung, was du mich inzwischen an Nerven gekostet hast? Da hab ich was anderes gehört. Der junge Offizier hier erzählt, dass er drei Gefreite abkommandiert hat, die deine Windeln gewechselt haben. General Stavros möchte Ihnen natürlich seinen tief empfundenen Dank aussprechen und Ihnen zu Ihrer steilen Karriere gratulieren. Alles klar. Wie halt einfach bei dieser Zwischensequenz vorhin, wie da halt einfach der GP das mal explodiert, weil er angefahren wird von hinten. Und nicht, dass er normal runterfällt, nee, es muss ja maximal dramatisch sein mit einer Explosion vorm Runterfallen. Ja, ist super. Okay, alles klar, damit hätten wir die Mission abgeschlossen. Und ich glaube, in Zukunft bin ich einfach lieber... Kriege ich jetzt gleich die nächste rein? Ist es jetzt die Griechenland 2? Schauen Sie genau hin, Major, denn bei Sonnenaufgang werden Sie diesen Hafen angreifen. Ja, das ist die nächste Mission, ne? Stavros hat sie beauftragt, den sowjetischen richtigen Verstärkungen Hafen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir? Das ist aber Etat... Gefechtsführung beendet. Aber warum haben die das dann Griechenland 1 und Griechenland 2 genannt? Wahrscheinlich ist das doch die chronologische Reihenfolge. Nee, Moment, es ist... Aber nee, das ist ja... Es ist ja... Von... Nee, ich glaube, das ist einfach nur rein... Das ist einfach nur zur nächsten Mission weitergesprungen. Also das ist jetzt nicht, dass die miteinander zusammenhängen. Weil, ich wollte schon gerade sagen, weil hier ein sicherer Hafen ist ja schon Vergeltungsschlag. Das ist ja schon ein ganz anderes Add-on. Das kann nicht sein, dass das hier mit hinhaut. Ja, das ist nochmal was anderes. Okay, okay. Gut, dann machen wir mit Griechenland 2 Evakuierung weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Griechenland 2 Evakuierung. Bis dahin, bye bye.